Es ist nichts Mysteriöses. Es ist auch keine Gipfelerfahrung, sondern eher eine Talerfahrung. Vielleicht ist das, was am meisten stört, der Idiot, der auf dem Kissen sitzt. Heute geht es um Geist, Bewusstsein, das Selbst, Meditation und KI, und zwar in einem Gespräch mit Thomas Metzinger. Und ich glaube, dass wir ein neues Kapitel aufschlagen in der Bewusstseins- und Meditationsforschung. Die Frage, was ist das Selbst, was ist das Bewusstsein, ist natürlich steinalt, gibt es in der asiatischen Philosophie, der griechischen, im deutschen Idealismus. Aber ich glaube, dass es jetzt ein neues Kapitel gibt und neue Erkenntnisse. Thomas Metzinger hat einen Artikel im renommierten Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht, zusammen mit Alex Gammer. Der hat den Titel The Minimal Phenomenal Experience Questionnaire Towards a Phenomenological Profile of Pure Awareness Experience in Meditators. Okay, und wenn ihr wissen wollt, was heißt das und wo gibt's das, hier unten findet ihr es. Thomas, worum geht's? Es geht darum, was eigentlich die Erfahrung des reinen Bewusstseins in der Meditation ist. Das ist etwas, worüber seit Jahrhunderten gesprochen wird, überwiegend natürlich in der asiatischen Philosophie, im Hinduismus und im Buddhismus. Da gibt es eine lange Tradition, die sagt, man kann das Bewusstsein selbst erfahren, ohne Inhalte. Das ist hier im Westen übrigens ganz anders. Ich erinnere mich noch, wie ich zu meiner ersten Philosophie-Vorlesung meines Lebens gegangen bin. In Frankfurt am Main bei einem Professor Bubner 1978. Und der erste Satz, den ich in meinem Philosophiestudium gehört habe, war: Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Also wenn man an die deutsche Tradition, zum Beispiel von Franz Brentano 1874 denkt, dann ist Bewusstsein immer etwas, was auf einen Gegenstand gerichtet ist, was einen Inhalt hat. Die asiatischen Traditionen haben immer gesagt, es gibt auch inhaltsloses Bewusstsein. Und diese Frage kann man jetzt sozusagen neu stellen unter den aktuellen Bedingungen. Wir haben 3600 Meditierende befragt weltweit. Die schon länger meditieren. Nein, da sind auch Leute dabei, die unregelmäßig meditieren oder erst ganz kurz. Das ist ganz unterschiedlich. Teilgenommen haben Leute aus 57 Ländern. Wir konnten am Ende 1403 in die Auswertung aufnehmen. Sehr ausführlicher Fragebogen mit 92 Fragen. Ich weiß, ich habe auch daran teilgenommen. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ihn zu beantworten. Ja, darum sind auch viele Leute unterwegs ausgestiegen. Das war online in 5 verschiedenen Sprachen. Und in diesem Fragebogen nähert ihr euch diesem Phänomen reines Bewusstsein? Wir haben eine historisch neue Situation. Bis jetzt waren die Leute, die versucht haben, die Bewusstheit als solche zu erleben in der Meditation, meistens im Hinduismus oder im Buddhismus und in bestimmten Ländern. Aber jetzt hat sich auch säkulare Meditationspraxis über den ganzen Planeten verbreitet. Das sieht man schon an Teilnehmern aus 57 Ländern. Und sehr viele, wie auch unsere Auswertung zeigt, bezeichnen sich als spirituell, aber nicht religiös von diesen Leuten. Wobei das noch ein sehr problematischer Begriff ist, zu dem es viel zu sagen gibt. Auf jeden Fall gibt es jetzt sowas erstmal so etwas wie eine globalisierte Tradition der kontemplativen Praxis, der Meditationspraxis. Und das macht es natürlich interessant zu sehen, beschreiben unterschiedliche Leute bestimmte Kernphänomene alle gleich. Was ja nahelegen würde, dass es was tatsächlich Universelles ist und nicht kulturell oder religiös gebunden zum Beispiel. Ja, also was ich glaube, ist, dass es keinen scharfen Kern gibt. Es gibt sozusagen einen Zustandsraum, einen phänomenalen Zustandsraum. Und in diesem Raum gibt es eine Region, die ist sozusagen der Anker für Berichte über Erleben reinen Bewusstseins, der Bewusstheit als solcher. Aber der ist sozusagen weich, der ist kontextsensitiv. Mhm. Also diese metaphysische Essenz, die bei allen gleich ist, über alle Jahrhunderte und in allen Kulturen, daran glaube ich nicht so ganz. Und trotzdem zeigt sich halt, da gibt es ganz deutlich einen prototypischen Kernzustand,
der von der Kultur unabhängig ist. Da gibt es ja, wenn man da jetzt so rangeht, ein philosophisches Problem. Und das ist ja ein ziemlich hartes Problem. Die Leute aus der Tradition sagen, naja, gerade weil das ein Zustand ist, in dem Sprache keine Rolle mehr spielt, der nicht gegenständlich, nicht Objekt, noch nicht mal Subjekt bezogen ist, also so wird jedenfalls das in der Tradition beschrieben, kann ich auch nicht adäquat drüber sprechen. Was wir jetzt hier machen, ist natürlich drüber zu sprechen. Und wenn du ein Paper drüber veröffentlichst, sprichst du natürlich auch drüber. Also wie stark, wie nah kommst du eigentlich mit der Sprache an diesen Zustand ran? Ja, also ich bin das Problem bis jetzt auf drei Ebenen angegangen, weil ich als Philosoph die Grundlagen erarbeiten will für ein größeres Forschungsprogramm, an dem dann zum Beispiel auch Hirnforscher teilnehmen können. Die erste Ebene war eine semantische Analyse. Ich habe einfach in sehr viel klassischen Texten geguckt, was sagen verschiedene Traditionen eigentlich über reines Bewusstsein. Da kamen so sechs Hauptkriterien bei raus. Die zweite Ebene ist dieses rein statistische, diese psychometrische Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben. Die hat 2 Jahre gedauert. Da darf man eins nicht vergessen, diese Zahlen, die dabei rauskommen, beziehen sich auf Berichte. Die beziehen sich niemals auf den Bewusstseinszustand selbst. Also man macht Statistik, Heterophänomenologie, wie Daniel Dennett gesagt hat, von Berichten. Und dann gibt es aber eine dritte Ebene, das ist die sogenannte qualitative Analyse. Wir haben nämlich unsere Teilnehmer auch gefragt am Ende, wenn Sie noch möchten, können Sie uns einfach mal in eigenen Worten eine Beschreibung geben einer typischen Erfahrung des reinen Bewusstseins. Und gibt es da einen gemeinsamen Kern? Ja, also auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel, also alltagssprachlich, es ist eine Erfahrung von Stille, es ist eine Erfahrung von großer Klarheit. Ein ganz wichtiges Element ist auch einfach die Erfahrung der Wachheit selbst. Und dann gibt es etwas, was ich die phänomenale Signatur des Wissens nenne. Also einfach das Erleben, etwas zu erkennen, etwas zu wissen, aber ohne Subjekt und Objekt. Also ein Ergebnis ist, dass diese Signatur des Wissens, dieses Gefühl, ich habe eine Einsicht, auch ohne einen Inhalt auftauchen kann. Das war bis jetzt nicht so klar. Und in bestimmten globalen Zuständen, in nicht-dualen Bewusstsein zum Beispiel, wenn so ein nicht-persönlicher Zeuge anwesend ist, kann das nicht egoisch sein, wie wir sagen. Also ohne Ich und ohne Gegenstand einfach ein Wissen, das alles begleitet. Und da merkt man, glaube ich, schon, warum das interessant für die Bewusstseinsforschung ist. Weil Bewusstsein könnte vielleicht so etwas sein, wie so ein Grundzustand des Wissens. Aus dem sich dann andere, konkretere Bewusstseinszustände, die klassischen Beziehungen zu Objekten, zum Subjekt und so weiter ableiten. Ja, genau. Also erstmal einfache Ergebnisse sind, Bewusstsein kann auftreten ohne jede Form von Ich-Gefühl. Bewusstsein kann. Es wurde ja lange bestritten, dass das überhaupt möglich ist. Ja, dann Bewusstsein kann auftreten ohne jede Form von Zeiterleben. Und zu Zeiterleben gehört auch das Jetzt. Also es geht nicht nur darum, vollständig im Jetzt zu sein, sondern gar kein Zeiterleben. Auch das Jetzt existiert nicht mehr. Ja, genau. Ja. Das ist eine der drei Zeiten, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und die sind aber scheinbar eingebettet, wenn man sehr genau hinschaut, in einen zeitlosen Raum. Was ja unter Umständen eben auch Mindfulness, also das klassische Achtsamkeitstraining und so weiter, unterscheidet von diesem Zustand des reinen Bewusstseins. Das ist nicht dasselbe. Ja, es sieht sehr stark danach aus. Das ist aber auch, muss man sagen, seit vielen Jahrhunderten bekannt, dass es Dinge gibt, die man durch keine Technik fabrizieren kann oder strategisch angehen kann. Es gibt Bedingungen der Möglichkeit, dass spontan bestimmte Zustände auftreten, aber es gibt Dinge, die man nicht machen kann und es ist auch leicht zu verstehen, warum. Weil der Versuch, das zu machen, immer schon ein Gefühl der Anstrengung erzeugt und das Gefühl des Gerichtetseins auf irgendwas. Ein zweckorientiertes irgendwas, was man sich vorstellt. Das ist ja Thema in diesen unterschiedlichen Meditationskulturen oder Traditionen, die du untersucht hast. Gibt es da zum Beispiel zwischen transzendentaler Meditation, Zen, Vipassana, Yoga, gibt es da Unterschiede?
Ja, die sind, die kann man jetzt nicht so leicht zusammenfassen, aber ich nenne mal ein Beispiel, das auch wichtig ist. In der TM-Bewegung zum Beispiel, also transzendentale Meditation, bekommen Leute von Anfang an gesagt, dass sogenanntes Zeugenbewusstsein ein Zeichen von Fortschritt ist und dass es auch im traumlosen Tiefschlaf auftauchen kann, als sogenanntes Witnessing Sleep. Was ist das? Zeugenbewusstsein? Das bedeutet, dass das reine Bewusstsein auch im traumlosen Tiefschlaf noch erlebt wird, dass es da bleibt. Und das Zeugenbewusstsein ist so ein Zustand, der ganz stabil sich bei uns durch verschiedene Faktorlösungen durchzieht und der auch berichtet wird seit den Upanishaden, seit langer Zeit in Indien, dass ein unpersönlicher Beobachter anwesend ist. Für Leute, die ein bisschen fortgeschritten sind in der Meditation. Also nicht ich erlebe die Welt, sondern es ist sozusagen, als ob die Welt als Ganze schaut und ich bin nur da drin. Dieses Zeugenbewusstsein, es ist in verschiedenen Traditionen beschrieben, aber es gibt nur manche Leute, die ganz deutlich darüber sprechen. Und dann zeigt sich natürlich zum Beispiel auch, dass Meditierende in diesen Traditionen etwas häufiger darüber berichten. Also eine ganz wichtige Frage für uns ist, was ich Theoriekontamination nenne. Ja? Also das Glaubenssystem, das der Meditierende vielleicht hat, die Begriffe, die er kennt, wie stark färben die Berichte und die Erfahrung selbst. Also wenn das richtig ist, was du sagst, also wenn es sowas wie Minimal Mind, also minimales Bewusstsein, das sich selbst erfährt, gibt, dann dürfte ja eigentlich dieser Zustand nicht kontaminiert sein von einer bestimmten Kultur oder von einem bestimmten Wissen, weil das, Entschuldigung, einer bestimmten Sprache, weil die wird ja erst relevant, wenn ich versuche, dir wieder mitzuteilen, was ich da eigentlich erlebt habe. Es gibt Hinweise auf etwas, das philosophisch sehr interessant ist. Ich nenne das nicht-egoisches Selbstbewusstsein. Das heißt, es gibt die Erfahrung reinen Bewusstseins in dem Zustand der dualen Mindfulness, der ist völlig in Ordnung. Also ich sehe die Stille und die Klarheit in mir und verweile in diesem Zustand. Da habe ich immer noch ich und die Stille. Es gibt aber auch Zustände, in denen es scheinbar so zu sein scheint, dass die Stille zu sich selbst erwacht oder die Wachheit als solche sich selbst noch einmal erkennt. Natürlich völlig ohne Begriffe, ohne Denken und auch ohne sich selbst zu einem Objekt zu machen. Das heißt, ohne Subjekt-Objekt-Struktur. Und in der abendländischen Tradition gibt es natürlich, es gibt diese ganzen Diskussionen, Sartre, Fichte, Henrich hier in Deutschland, Manfred Frank, über präreflexives Selbstbewusstsein. Das ist aber nicht das. Also das Bewusstsein, bevor ich denke und aus dem Denken dann erwächst. Ganz genau. Das ist nicht das. Das ist noch eine Ebene tiefer. Es gibt Selbstbewusstsein ohne jede Form von Ich-Gefühl. Das heißt, man kann im Meditieren auch immer sagen, du wirst es nicht haben. Das hat nichts mit dir zu tun. Das erkennt sich, wenn du nur aus dem Bild trittst sozusagen, schon von selber. Und das ist natürlich sehr interessant, zum Beispiel für die moderne Bewusstseinsforschung. Der nächste Schritt müsste doch eigentlich sein, wenn jemand einen solchen Zustand erlebt gerade, falls er das oder sie das in dem Moment kann, den Finger zu heben. Und dann kommen die Neurowissenschaftler und versuchen mal rauszukriegen, in Klammern, in der Röhre ist das ziemlich schwierig, Klammer zu, rauszukriegen, was passiert da in dem Moment im Gehirn? Glaubst du persönlich, dass dieser Zustand, also nennen wir ihn mal tatsächlich reines Bewusstsein, dass der notwendig mit einer bestimmten Signatur, einem bestimmten Muster im Gehirn verbunden ist? Das glaube ich auf jeden Fall und ich glaube auch, dass der angeboren ist und dass ihn jeder kennt und dass den auch Nicht-Meditierende kennen. Dass wir nur nicht darauf achten, weil es in unserer Kultur, stellen uns mal eine religiöse Sekte vor, die sagt, es ist unglaublich wichtig, immer den Kontakt zum Boden zu spüren, das Druckgefühl in den Fußsohlen. Und wir würden immer da achtsam drauf achten, dann würden wir merken, da ist was. Wir tun es aber nie, weil es in unserer Kultur nicht so ist. Und genauso gibt es eine ganz basale Qualität der Wachheit. Und zwar einer Wachheit, die sich selbst weiß. Die ist so permanent da, dass sie sozusagen wie das Brummen vom Kühlschrank, das man nicht mehr hört, rausfällt normalerweise aus dem Bewusstsein. Wir kriegen es nicht mit.
Ein typisches Beispiel: Überlegen Sie sich im letzten Jahr, wann die Nacht war, an dem Sie am besten geschlafen haben, in der Sie vielleicht ein bisschen früher aufgewacht sind als sonst, weil Sie so unglaublich frisch und wach waren. Wenn Sie dann nicht den Fehler gemacht haben, ans Handy zu gehen oder mit irgendjemandem zu sprechen, sondern sich einfach nur auf die Terrasse gesetzt haben, vielleicht mit der ersten Tasse Tee, und haben die Wachheit selbst erlebt. Das ist schon sehr nah dran. Mhm. Es ist nichts Mysteriöses. Es ist auch keine Gipfelerfahrung, mhm, sondern eher eine Talerfahrung. Das passt ja vollkommen zu dem, was im tibetischen Buddhismus, im Zen, auch in anderen Strömungen gesagt wird. Erstens, es ist ein natürlicher, quasi angeborener Zustand. Zweitens, es ist kein besonderer Zustand. Drittens, es gibt eigentlich keinen Weg dahin, diesen Zustand zu erreichen, weil der Zustand immer da ist. Also ja, wie sollte man erst einen Weg gehen müssen, um ihn zu erreichen, wenn der Zustand immer da ist? Dazu passt das ja eigentlich perfekt. Ja, aber es gibt zwei Dimensionen. Es gibt die Dimension der Einfachheit und es gibt die Profundität. Und es ist sehr leicht, nur das Einfache daran zu sehen, mhm, sozusagen, und mit den Achseln zu zucken und weiterzugehen. Mhm. Es gibt aber da eine sozusagen eine unausschöpfliche Tiefe drin, über die man wirklich nicht mehr reden kann. Und die sehen die meisten Leute nicht. Und das ist ja eigentlich das, was, also wenn ich es richtig verstehe, was in den tieferen Formen der Meditation, auch der Meditations- und Weisheitslehren, kultiviert wird. Nämlich zu sagen, okay, pass auf, du hast diesen Zustand ganz normal, achte mal drauf, hier hast du eine kleine Anleitung, wie das vielleicht besser geht mit dem Achten, und dann kultiviere diesen Zustand. Ja, oder es gibt natürlich dann auch die weitergehende Anweisung: Meditiere auf keinen Fall. Also man kann Leuten auch sagen, wenn du dich auf dein Meditationskissen gesetzt hast und willst gerade anfangen zu meditieren, mach's mal nicht. Ja. Guck mal gerade, ob das ganze Zimmer schon meditiert. Nur einen Moment. Guck mal, ob da etwas ist, das schon die ganze Zeit völlig offen, ein klarer Raum ohne Mittelpunkt und Peripherie ist. Vielleicht meditiert es schon. Mhm. Vielleicht ist das, was am meisten stört, der Idiot, der auf dem Kissen sitzt, weil er irgendwelche Bücher gelesen hat oder diesen Podcast angeschaut hat. Meine Zen-Meisterin hat immer gesagt, wenn es also um Fragen ging wie Meditieren oder wie gehe ich zum Beispiel mit einer ernsthaften Bedrohung, mit nahem Tod, mit Leiterfahrungen um, gesagt, es ist eigentlich ganz einfach. You just have to take yourself out. Du musst dich nur selber aus dem Bild rausnehmen. Mhm. Das ist so ähnlich wie das, was du beschrieben hast. Dann ja, meditiere ich nicht mehr, sondern dann meditiert das Zimmer oder ja, was auch immer, die Wirklichkeit meditiert. Also sehr interessant ist das Folgende. Es gibt ja, seit Simmias mit Sokrates gesprochen hat, seit Platon, diese lange Tradition in der abendländischen Philosophie: Philosophieren, die Weisheit lieben, heißt sterben lernen. Mhm. Das findet man immer wieder, mhm, bei römischen Kaisern, bei Montaigne, mhm, überall. Durchgehendes Motiv bis heute. Und wir haben versucht, im Westen uns sozusagen über die Leidenschaften und über die Individualität ins Universelle zu erheben, durch die Vernunft, durch das logische, ja, Denken, durch Rationalität und Wissenschaft. Also wir kommen sozusagen zum Ziel, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, wenn der Logos in mir identisch ist mit dem Logos in der Welt. Und das kriege ich nur über Rationalität hin. Das ist sozusagen das Paradigma fast der ganzen westlichen Philosophie. Genau. Und wenn man jetzt aber ins tibetanische Totenbuch zum Beispiel schaut, haben die von Anfang an auch das Projekt akzeptiert, sterben lernen, sich über die Leidenschaften und die Individualität, das Ego, zu erheben. Aber das, was sie als den universellen Bereich im Geist gesehen haben, war eben dieses reine Bewusstsein. Im tibetanischen Totenbuch steht eben eine praktische Anleitung dazu, wie man stirbt, ohne intellektuelle Gymnastik. Und die heißt einfach: Geh in dieses klare, in der deutschen, alten deutschen Übersetzung heißt es, in das klare Urlicht der Leere hinein. Mhm. Gehe da hinein, wenn du stirbst, und lass dich durch nichts anderes ablenken. Das heißt, da gibt es eine praktische Kunst des Sterbens und des Übens der Ich-Auflösung
schon während des Lebens. Weil das ist ja, glaube ich, die Erfahrung, die da eigentlich hintersteht. Diese mehr oder weniger subtilen, dann endgültigen Formen der Ich-Auflösung. Ja, und da gibt es halt die begriffliche und die nicht begriffliche Ebene. Mhm. Und diese Minimal Phenomenal Experience, also die einfachste Form des bewussten Erlebens, das ist ja unsere Arbeitshypothese, dass es eine gibt und die suchen wir. Die Frage ist ganz einfach. Was ist die einfachste Form des bewussten Erlebens? Und wir haben unsere Versuchspersonen auch gefragt, unsere Teilnehmer, würden Sie sagen, das ist die einfachste Form des Erlebens? Mit einem Median von 80 sagen die Leute, ja, das ist der einfachste Bewusstseinszustand, den ich kenne. Aber was für mich halt besonders interessant ist, es gibt eine kleine Teilmenge von Meditierenden, die sagen, es ist überhaupt keine Erfahrung. Mhm. Es ist, und da wird es halt auch philosophisch spannend. Es gibt Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt kein Erleben. Das ist sozusagen... Weil es niemanden gibt, der es erlebt? Nein, weil es sozusagen der Raum ist, in dem alles erscheint. Und der Raum, naja, man könnte das in westlichen Begriffen als die transzendentale Bedingung der Möglichkeit von Erleben beschreiben. Mhm. Und die berühre ich hier. Also nicht das Phänomenale, sondern das Noumenale, um es mal kantisch auszudrücken. Das sind natürlich auch alles wieder Begriffe. Aber eins von vielen spannenden Ergebnissen dieser Studie ist, dass es eine kleine Teilmenge gibt, die sagt, ja, man kann sagen, das ist das Einfachste, was es gibt. Und man kann auch sagen, es ist absolut profund und einfach zusammen. Es ist ganz gewöhnlich und auf eine ungewöhnliche Weise total gewöhnlich. Aber es ist überhaupt gar keine Erfahrung. Der Begriff der Erfahrung ist falsch. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Thomas Metzinger, in dem es darum ging, zu verstehen, was reines Bewusstsein eigentlich ist, wie man reines Bewusstsein erforschen kann, was Thomas ja gerade gemacht hat. In Kürze posten wir den zweiten Teil unseres Gesprächs. Und in diesem zweiten Teil wird es darum gehen, was man mit diesem Zustand reinen Bewusstseins überhaupt machen kann, sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag, zum Beispiel wenn es darum geht, Probleme wie den Klimawandel zu lösen. Unsere Liste mit weiteren Videos zum Thema Meditation findet ihr hier. Bis bald, Teil 2 kommt.